Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Sinne 12 TV. Ich freue mich, wieder einen interessanten Gast hier zu haben, euch präsentieren zu dürfen. Wir haben vor dieser Anmoderation gerade die Bilder gesehen, die Paradiese gesehen, die er erschaffen hat in der Vergangenheit und auch weitere Paradiese in die Zukunft schafft, auch andere Sachen. Es handelt sich heute um André Dürig, seines Zeichens Erfinder und Forscher. Vor allem das Thema Wasser, was ihn schon das Leben lang eigentlich beschäftigt, und möchte ihn in diesem Sinne herzlich begrüßen, da bei mir zu sein und dass wir ein interessantes Gespräch führen dürfen. Hallo André. Guten Tag, Rainer. Du hast ja wirklich das Thema Wasser zu deinem Leben gemacht, zu deinem Lebensinhalt gemacht, bist unermüdlich dabei, hast viele Sachen aufgebaut, bist Inhaber der Firma Swiss Biopool und Dürriggärten, wo du eben diese gerade gesehen Paradiese erschaffst. Vielleicht die erste Frage: Wie bist du auf das gekommen? Das ist ja ein besonderes Talent, auch diese Paradiese zu bauen, zu schaffen, die Ideen dazu zu haben. Wie bist du darauf gekommen? Also eben das Thema Wasser, das hat mich von klein an fasziniert, von wirklich ganz, ganz klein an. Wir haben vorher gelacht, meine Mutter hat mich... Das einzige Mal, wo meine Mutter mich geschlagen hat, also das heißt eins auf den Arsch, das war, weil sie brachte mich nie aus den Bächen raus. Ich war immer im Wasser schon, immer im Wasser, hat mich immer angezogen. Sie hat mir das verboten und es hat nie was genutzt. Und naja, und dann ging es weiter. Mit 10 habe ich dann mein erstes Aquarium umgebaut mit einem Luftheber und schon dort mit einem doppelten Boden, damit die Kies Schichten durchströmt werden, damit wir da keine Nitritschicht haben. Also im Prinzip, was wir heute in Gross bauen, mit 10 Jahren als klein im Aquarium, ist schon ziemlich erstaunlich. Ja, und dann ist es weitergegangen, habe ich mit meiner Mutter, die ersten Teiche gebaut bei uns zu Hause. Und dann ging es weiter in die Lehre und da ist sowieso mit Wasser. Was ist sowieso das Thema, oder? Gartenbau. Du hast ja auch begonnen, eigentlich am Anfang eine Lehre zu machen als Biologielaborant. Hast die dann abgebrochen? Aus welchem Grund hast du das abgebrochen? Weil der Biologielaborant geht ja eigentlich auch in diese Richtung. Hast du da irgendwo Fehler entdeckt in dem Ganzen, was du da lernen solltest? Oder was du als Kind schon als Idee, als Gefühl mitgenommen hast? Also als Biologe, wäre das ein Traum gewesen, oder mit Tieren und auf die Substanz, auf die Ursachen zu kommen. Aber das hatte einen Haken, die Tierversuche. Oder? Wir wurden als Lehrlinge dazu getrieben, also am Anfang nur mit ein bisschen Mäuse streichen und dann wurde das immer härter mit Spritzen und Dingen und immer brutaler. Und die meisten machten diesen Prozess mit und bei mir sträubte sich alles, das ging nicht. Also sie mussten mich dann entfernen. Weil ich habe dann auch Aufstände organisiert, also respektive ich habe da getobt und war kein einfacher Lehrling. Ja. Und sowas muss weg. Oder? Das ist klar. Dem bist du bis heute als Veganer auch treu geblieben, dass man Tiere schätzen und ehren sollte, wie alle Lebewesen auf dieser Erde. Ja, nicht nur die Tiere, sondern ich habe auch ein Problem als Gartenbauer, wenn man einen Baum ermordet. Auch der hat eine Seele und da werden wir auch drauf kommen in den nächsten Jahren, dass das nicht nur Mumpitz ist und esoterisches Gequatsche, sondern dass das... Es bricht ja langsam auf. Da kommen wir später in den Sendung. Hoffentlich die Zeit reicht noch auf deine neuen Projekte, die wir da noch ansprechen werden, die in diese Richtung gehen, dass man das nicht mehr muss. Möchte aber vielleicht jetzt wirklich das Wasser in den Vordergrund rücken, was du in der Vergangenheit alles aufgebaut hast. Mit Swiss Biopool hauptsächlich der Vergleich vom normalen Pool hin zu deinen Schwimmteichen, die du machst, wo wir ein paar Eindrücke gehabt haben mit den Bildern.
Kannst du uns da einen Unterschied oder dein Arbeiten, was machst du anders als ein normaler Poolbauer? Oder ich bin ja nachher ein bisschen in die, sag jetzt mal so, hab die rote Pille geschluckt, oder? Und dann merkt man ziemlich, dass da sehr viel im Argen ist draußen. Und ich habe mich dann in die Paradiese gestürzt, sage ich jetzt mal. Als Ausgleich habe ich mir meine eigene Welt geschaffen, weil das da draußen, das hat sich mit meinem Inneren nicht vereinbart. Habe die Paradiese gebaut mit meiner Gartenbaufirma, mit meinen Mitarbeitern. Aber auch dort waren die Resultate dann nicht so gut, wie sie sein sollten. Das Wasser war einfach, wir hatten zu kämpfen mit Fadenalgen, mit Rübenwasser, mit und. Dann ging das eben so weit, dass wir mit Wolfgang Wessner, also Allgemein Hochschule Werdenswil und mit den Wissenschaftlern herausgefunden haben, dass wir Fehler gemacht haben, große Fehler. Wir haben stehende Gewässer mit fließenden Gewässern gemischt. Heute trennen wir das komplett. Da haben wir auf der einen Seite den Filter, der das Wasser reinigt. Auf der anderen Seite haben wir den Schwimmteich. Also das erste ist der Naturpool mit dem Filter und die andere Seite ist der Schwimmteich mit Pflanzen. Dort reinigen die Pflanzen das Wasser. Und ein wesentlicher Faktor ist die saubere Bauweise, dass wir den Phosphatgehalt unten halten. Ja. Da hast du ja dann auch einige noch Dokumente und Zahlen, die du uns zeigen kannst. Du hast ja selber einen Naturfilter entwickelt über lange, lange Jahre, viele, viele Stunden, die du da reingesteckt hast. Und heute, denke ich, bist du so weit, dass das funktioniert. Willst du was über den Filter auch sagen, wie weit du heute bist, was der kann, was ist anders als bei herkömmlichen Produkten? Wir sehen da unseren Filter, unser Superstück da. Der hat, also da ist richtig, wie du sagst, fast 20 Jahre Entwicklung ist jetzt da ins Land gegangen. Hat viele, viele Hunderttausend, wenn nicht Millionen gekostet, bis wir so weit waren. Aber jetzt haben wir wirklich den schnellst durchströmten, den effizientesten. Ich habe da ein Biofermenter, übrigens auch zu empfehlen. Die haben da verschiedene Systeme drin und unter anderem auch uns in Swiss Biopoolfilm. Da steht, schneller geht's nicht mehr, höchster Durchsatz auf kleinstem Raum. Also ich habe da wirklich einen Wurf gelandet. Und hier auf dieser Tabelle sehen wir dann die Werte. Die sind also durchaus zehnfach höher als zehnfach besser als die besten Filter, die es gibt. Spannend. Auf dem Markt. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Dazu kommt noch der Stromverbrauch. Ich habe das da irgendwo aufgeschrieben. Der Stromverbrauch ist bei uns bei maximal 333 Franken, wenn ihr jetzt mit 20 Rappen rechnen, dass das Kilowatt mit 190 Watt pro Stunde ist das extremst gering. Tief, ja. Ja. Ja, ja. Ich könnte jetzt auch noch stundenlang weiter prahlen, aber ja, nee, ich könnte dann vielleicht noch eine kurze Liste einblenden, was das Ding alles kann. Ja, weil es geht ja nicht ums Prahlen, es geht ganz klar darum, wir haben hier ein Produkt, das vermarktet werden muss, weil es ganz klar für die Qualität, nicht nur das Wasser im Pool, es ist für die Qualität, die ganze Natur, es ist für alles wichtig, dass wir solche Sachen auf den Markt bekannt machen. Und da geht es nicht ums Prahlen. Du hast da eine Riesenarbeit geleistet und darfst da ruhig auch stolz sein drauf. Ja, das war ja mein Ziel, weg vom Chlor, weg von der Chemie, oder? Ja. Wir haben auf der einen Seite das vergiftete Wasser, man kann auch sagen, das desinfizierte Wasser, für mich ist das ein vergiftetes Wasser, auf der anderen Seite das biologisch aufbereitete Wasser. Und
ich bin da schon dafür, dass man die Kinder nicht in einem vergifteten Wasser baden lässt, sondern in einem biologisch aufbereiteten Wasser. Und wir haben jetzt eben in den letzten 20 Jahren so weit gebracht, dass das auch jeder normale Gartenbauer oder Baumeister oder sogar Bauer selber einbauen kann. Das ist wirklich so einfach. Einfacher geht es nicht mehr. Man flanscht die Folie an. Man hat eine Leitung in den Pool zurück und man hat auf der anderen Seite hat man ein kleines Kästchen mit den zwei Luftpumpen, vielleicht eine elektrische Steuerung und fertig. Also das ist so einfach, simpel auch der Unterhalt, das Rückspülen. Das sind diese drei Schieber, die man bedienen muss. Zutun respektive auf in die Kanalisation. Hier Schieber zu, damit kein Wasser nachkommt und fertig gerettet. Mhm. Also die Luftblowerpumpe an. So einfach, das findet man auch nicht alle Tage auf dem Markt. Ja. Und natürlich, wenn jetzt jemand da auch Interesse hat, diesen Filter irgendwie bei sich einzubauen oder geplant hat, einen Pool zu bauen oder auch an alle Gartenbauer und Poolbauer, möchte ich sagen, kann man sich mit dir in Verbindung setzen über die Webseite. Kannst du vielleicht biopool.com, ja, können wir auch einblenden. Können wir natürlich auch einblenden. Dann setzen Sie sich mit dem anderen Dürig in Verbindung. Es ist wichtig, dass wir unsere Kinder wirklich in sauberem Wasser baden lassen, wenn man weiß, dass über den Körper eigentlich in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel Wasser und eben dann auch die Giftstoffe aufgenommen werden. Es geht ja noch weiter, also du hast ja auch dann mit diesem Filter eigentlich so schöne Paradiese geschaffen, dass du auch schon Auszeichnungen gekriegt hast für die schönsten Pools und so weiter. Wie hast du das erfahren? Also wie war das für dich, wirklich da nach Jahren Arbeit auch einen Lohn, eine Ernte dann endlich einzufahren? Naja, ich bin da ein bisschen der pragmatische Typ. Also ich habe jetzt das erreicht, oder? Und das macht mir natürlich Freude, aber theoretisch sollte man da ein Riesengeschäft draus machen. Andererseits ist das jetzt für mich abgehakt. Ich weiß, wir haben es geschafft, ich kann es. Und jetzt möchte ich am liebsten weitergehen, weiterziehen. Mhm. Oder? Mhm. Also die Wassergeschichte, die chemische Seite, die haben wir jetzt, da gibt es nicht mehr viel zu rütteln, das steht jetzt mal. Aber das Wasser besteht ja nicht nur, wird nicht definiert über die chemische Seite, sondern wir haben die physikalische und die spirituelle Seite. Die physikalische Seite, das ist jetzt das, was ich noch am Arbeiten bin. Da haben wir schon, würde ich sagen, Lösungen. Die Peta-Tester sind in Betrieb. Das sakrale Wasser, das Heilwasser, das ist dann ein weiterer Schritt, der wahrscheinlich nochmal ein paar Jahre in Anspruch nimmt. Ich möchte gerne, dass die Leute nicht nach Lourdes pilgern müssen oder an den Ganges oder irgendwo an einen Energiewasserort, sondern ich möchte, dass jeder, der also ein Pool vor dem Haus hat, sein eigenes Heilwasser hat, oder? Der mit seiner Schwingung die ganze Umgebung einhüllt und in Harmonie bringt. Ein Kunde hat mir mal gesagt, du bist harmoniesüchtig. Also, das möchte ich jetzt mit diesem Sakralwasser erreichen. Da sind wir auch mit unglaublichen Geschichten dran. Der Michael Wüst, hier haben wir das Energieei, der ist leider gestorben, der Michael, aber er hat mir Fotos zur Verfügung gestellt, wo sie fotografiert haben und dann die Fotos aneinandergereiht, wie sagt man dem? Animation, ja. Zeitraffer, Entschuldigung. Ja, 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 und dann sieht man diesen Energiewirbel, sieht man drin, also das ist höchst interessant. Dann haben wir da den Schauberger-Trichter, der kommt jetzt von Peter Paffrath. Mit solchen Geschichten kann man da noch extrem viel
erreichen mit Kristallen, mit der Cache jetzt, Cache-Technologie, um das Wasser zu informieren. Und es gibt da viele, viele, viele Geschichten, die eben auch noch dazugehören. Mhm. Bevor wir es eben vielleicht vergessen noch, ist natürlich völlig im Gegensatz zu dem, was zum Teil auf dem Markt läuft. Ich habe hier extra einen Ausschnitt genommen. Wir haben hier wie heißt das, Hauseigentümerverbandszeitung, war da ein Inserat drin und da haben wir geschrieben von Terputrin, das jetzt da vermehrt in den Teichen angewendet wird. Das ist ein Gift, wirklich ein Gift, das hunderte Jahre in der Umwelt bleibt. Also noch schlimmer als Chlor. Und das müssten wir natürlich unbedingt vermeiden. Wir können dann einblenden noch das kleine Kästchen, dass die Leute das lesen können. Da ist also Vorsicht geboten, weil wir haben gesehen, dass es da zum Teil schöne, saubere Teiche gibt. Und mit der Naturwissenschaft, mit den Naturgesetzen im Prinzip nicht möglich wäre. Und da war schon, kam der Verdacht, oh, was ist da wohl drin? Und jetzt haben wir es nachgewiesen. Und das wird jetzt dann schon vielleicht, also ich hoffe nicht eine Bombe werden, aber das wird jetzt da die Leute schon zum Umdenken zwingen, weil wenn dann der Konsument dahinter kommt, dass er verarscht wird, das richtige Wort, definitiv verarscht wurde, könnte das schon noch Staub aufwirken, ja. Was hast du da im Köcher, um das zu vermeiden, dass nicht auch bei dir diese Verdachtsmomente aufkommen? Also erst einmal die Bevölkerung informieren, oder was da im Gang ist, und dann wir testen das. Also wir waren in Portugal, vor einigen Wochen waren wir mit 25 Sachverständigen waren wir in Portugal. Können vielleicht auch ein paar Bilder zeigen. Mhm. Und die da war wirklich die Puls waren so sauber, dass der Verdacht kam, dass sich da Gift reingetan hatte. Und das macht mich natürlich schon betroffen, weil ich habe jetzt da wirklich jahrelang in Kellen gelebt und wirklich nur auf dieses Ziel gearbeitet und wirklich nur und ich habe mich nie in Versuchung bringen lassen mit irgendeinem Gift und habe jetzt das erreicht, oder? Und jetzt wird mir vorgeworfen, sie haben einfach gesagt, das kann nicht sein. Ja. Es muss Gift drin sein. Und das Wasser lassen wir, das ist jetzt zum Testen, das ist natürlich klar, dass da nichts drin ist. Wir hatten gestern gerade Wissenschaftler aus Wien, da haben wir Puls angeschaut und dort war das gleiche Bild, das perfekte. Der Bauer hat gesagt, ein halbes Jahr nicht mehr gereinigt. Und der Roboter hat er jetzt erst gerade an diesem Tag reingetan. Und da war wirklich alles, das war perfekt. Und es ist im Prinzip fast unglaublich. Und es waren die gleichen Bilder. Es war im Pool selber alles perfekt. Auf dem Stein, aber nicht im Pool, auf dem Stein war zum Teil grün, oder? Und das wäre ein Anzeichen von Gift, gemäß ihnen. Aber eben, die werden jetzt auch wieder Proben mitgenommen. Und ich weiß haargenau, mit einem Phosphatgehalt oder Phosphorgehalt von einem Mikrogramm, da kann kein Gift drin sein. Weil, wenn Gift drin wäre, würde die Biologie des Filters zerstört oder gehemmt und die könnte dann den Phosphor nicht da abbauen. Ja. Also ist das ja ein Indikator, mit diesen tiefen Phosphorwerten kann kein Gift drin sein. Das kann nicht sein, definitiv. Man kann schon noch separat noch auf spezifische Gifte testen, aber da wird nichts rauskommen, ganz klar, weil es ist nichts, es geht nicht. Können wir ja gerne, wenn dann diese Werte da sind, auch noch anfügen, vielleicht wieder eine Sendung machen und das natürlich auch noch zeigen, dass da wirklich nichts drin ist und dass es möglich ist, eben aus der Natur heraus, für die Natur aufbauen, zu arbeiten und eben das heutige wissenschaftliche Verständnis
geht einfach nicht so weit. Da kommen wir dann wieder zu dieser Spiritualität, wo du mir ja erzählt hast, das ging schon so mit 20 dann los und dann die Begegnung mit dieser Franziska. Willst du da was dazu noch sagen? Finde ich auch lustig. Naja, ich weiß nicht, ob sie da Freude hat. Wir kennen sie ja nicht. Naja, eben, ich bin dann reingesprungen in die Arbeitswelt, Lehre abgeschlossen, neuer Job und viel Geld verdient und Ausbildung, die wissenschaftliche Seite hat mich voll einvernommen und ich war der, wie soll ich sagen, der blaue Pille-Typ, mhm. Der ganz typisch, normale, ja. Und mit Scheuklappen und furchtbar. Natürlich hatte ich auch schon ein paar Sachen, die mich aufhorchen, releasen. Nikola Tesla mit 20 Jahren, oder bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Aber man verdrängt das dann so gerne. Oder die Pflanzenkommunikation, die Pflanzengeschichten der Russen, die da ganz unglaubliche Forschungsarbeiten geleistet haben mit Lügendetektoren, Kilians Fotografie, all die Geschichten, die kamen schon auch. Aber man ist eben gut im Verdrängen, kognitive Dissonanz, man will mhm. ja sein mhm. Weltbild nicht mhm. Das geht nicht. Mhm. Dann habe ich mich verliebt, unsterblich, eben in diese Franziska. Und das ist eine hochspirituelle Frau. Das geht dann wirklich nicht. Also das war 4 Jahre Horror, glaube ich, für beide Seiten, für beide. Aber die hat mir wirklich dann nachher die Türen vollends aufgetan, dass wir verstandesgesteuerten Idioten, wenn sie mal böse war, mhm. oder wenn wirklich hinschauen müssen. Ja, das kann ich jedem empfehlen, einfach da draußen. Auch wenn ihr jetzt noch so ein und natürlich versteht ihr mich jetzt nicht, überhaupt nicht, aber schaut einfach hin, weil es gibt mehr als nur dieses kleine Denken, ja. Was wir in der Schule gelernt haben. Ja, 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 das ist ja auch extra so gemacht, dass wir ja dann zu diesem Systemsklaven werden, der die meisten Menschen sind, ohne zu hinterfragen, ihre Arbeit zu tun, Steuern zu zahlen, morgens aufzustehen, nicht zu wissen, für was. Fängt ja in den Schulen an, in den Universitäten. Und wir dürfen dankbar sein, wenn wir aus diesen Fängen eigentlich geistig rauskommen und flüchten können. Und es ist wirklich ein Anliegen an die Menschen da draußen, sich Gedanken zu machen, sich zu hinterfragen, kritisch zu sein, solche Interviews vielleicht zu hören. Es gibt Tausende auf dem Netz. Sich zu bilden, selber zu bilden und nicht warten, bis die Bildung zu einem kommt. Kann man das so zusammenfassen und sagen. Ja. Schön, super. Ja, wir haben ja, vorhin hast du noch was angesprochen, und zwar das Sakralwasser. Ich denke, das ist etwas, was vielleicht draußen nicht unbedingt verstanden wird. Was ist Sakralwasser? Ja, jetzt wird es schwierig. Geht es auch eben in die energetische spirituelle Ebene rein. Also wir haben ja gesagt, dass jeder eigentlich sein Lourdeswasser, nur so kennt jeder das Lourdeswasser, das Energiewasser, dass das jeder vor seiner Haustür hat mit den Energien. Wir hatten vorhin schon ein Interview, da ging es darum, um die Quanten, die in Bewegung gebracht werden, die diese Energie verstreut. Geht es in diese Richtung? Die Quantenphysik, das ist ja die Brücke eben zu Franziska und mir. Das hat mir dann auch geholfen, die andere Seite zu verstehen, weil ich bin immer noch, das bringt man fast nicht mehr raus, es ist so tief gebrannt, dieses mhm. Wissenschaftler. Mhm. Und da kann ich eben auch wieder jedem empfehlen, in die Quantenphysik reinzuschnuppern. Die können erklären, was wir meinen, oder was wir spirituellen Esoteriker oder weiss nicht, was wir meinen. Masaru Emoto hat ja diese schönen Bilder gemacht. Das ist auch ein Hinweis, dass da was,
dass da was ist, die ganze Homöopathie, die ja von der unserer lieben, guten Schulwissenschaft immer noch nicht akzeptiert wird, obwohl es die Russen bewiesen haben, also stichfest bewiesen, es gibt kein, es gibt nichts zu diskutieren, das ist bewiesen. Aber da wird wieder schön weggeschaut, oder? Weil da wird ja, da wird ja das ganze Weltbild zusammenfallen. Eben, das Sakralwasser, das ist für mich ein Wasser, das, das harmoniert, das harmonisiert, das den Körper reinigt, das die ganze positive Energie auch in die Umgebung abgibt. Wie das zu erklären, ja, das ist sehr schwierig. Ja, man kann es am besten zeigen eben mit den Kristallbildfotografien von Emoto. Oder? Okay. Wir haben ja auch noch jetzt in Zukunft, es geht ja jetzt eigentlich um die Zukunft, was machen wir für die nächsten Jahre, was entsteht da? Es muss sich was ändern, die Landwirtschaft ist am Anschlag, die Böden, die Menschen, die Ressourcen, eben auch die menschlichen Ressourcen. Was können wir jetzt da daraus schließen, wie können wir handeln in Zukunft? Hast du irgendwelche Tipps für die Zuschauer da draußen? Naja, das ganze Rothschild-System, nennen wir es beim Namen, oder? Rockefeller-Rothschild-System, das ist ja zum Scheitern verurteilt. Das ist ja das exponentielle Wachstum mit dem Zinseszins, das nicht funktionieren kann. Mhm. Aristoteles hat das zwar 350 vor Christus schon gesagt, der Zinseszins und so, und darum habe ich auch ein bisschen Mühe mit der Menschheit allgemein, oder mit den Wissenschaften, dass man das immer noch nicht begriffen hat. Nach so lange, Henry Ford hat uns um 1900, also vor über 100 Jahren, Hinweis gegeben, sein berühmter Satz, wenn es gut, dass der Mensch sein Geldsystem nicht kennt, wenn würde er es, dann hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh, also das war schon über 100 Jahre, die Margaret Kennedy, mit ihren super Aufsätzen und es also ist immer noch nicht in den Hochschulen. Die Jungs zwar jetzt, die Studenten machen jetzt langsam Druck nach oben, oder? Weil sie sagen, also, den Professoren Mist glauben wir jetzt nicht mehr. Aber das ist ja im Prinzip so ein bisschen das Grundübel. Und dass da immer ein Mangel herrscht, bedeutet auch draußen, der Landwirt muss immer mehr und besser und mehr und mehr und mehr und kommt immer mehr in den Strudel. Wer dann leidet oder wer die Konsequenzen, das sind die Menschen und die Natur, die da drauf geht. Mhm. Also das ist nicht nur in der Landwirtschaft so, das ist in der Pharma so, Finanzen sowieso, das ist überall, wo man schaut, ist das einfach so. Und dieses System ist zum Scheitern verurteilt. Fertig, Punkt. Und da wird's jetzt dieses Jahr, 16, 17, wird es da gewaltig rumpeln, weil die Leute langsam aufwachen. Zwar muss es von unten kommen, nicht von oben, weil von oben, da können wir noch weitere 1000, 2000 Jahre warten. Es muss von uns kommen. Da machen wir sehr gute Aufklärungsarbeit. Übrigens dir, danke sehr. Ich habe noch nie gehört, dass dir jemand gedankt hat, weil das ist so unglaublich, was du da in den letzten Jahrzehnten geleistet hast. Bist du definitiv auch ein Beitrag an diesem ganzen Aufwachen. Michael Vogt, der Jesse, der Joe Conrad und der Jesse, der jetzt dann gerade kommt. Also eben, meine Geschichte, da ich auch Mühe habe mit Bäumen ermorden, ich sage es jetzt mal so, ist meine Pension, also was ich mich da in den nächsten paar Jahren widmen möchte, sind sogenannte Erdhäuser, wo man mit diesen Erdhäusern auch das Bewusstsein ein bisschen schärfen kann und ablenken kann von diesem Wahnsinn, den wir jetzt erleben. Ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ich hätte gerne ein Haus, und zwar geplottet, ein Erdhaus geplottet, weil
Ich bin dagegen. Alle sagen immer Arbeitsplätze erhalten, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. So ein Mumpitz, das kann nur ein St. Galler oder ein Studierter kann so was erzählen. Das ist einfach Mumpitz. Da gehe ich die Wände hoch. Das ist Mumpitz. Wir haben Maschinen, Maschinen, Maschinen. Es werden immer mehr Leute wegrationalisiert. Was will man da? Arbeitsplätze erhalten? Ich will, dass die Leute meditieren, dass die überlegen, dass die überlegen, was läuft da draußen falsch. Ja. Und nicht von morgens bis abends im Hamsterrad rumrennen und dann abends sind sie kaputt von der Fresserei, diese Stoffwechselkatastrophe. Das Einzige, was sie noch hinkriegen, ist, in die Sofa zu legen und sich noch mehr hypnotisieren zu lassen vom Fernsehen. Na, jetzt muss ich da ein bisschen ruhig in die Mitte kommen. Gibt sonst alles. Na, eben. Ich möchte gerne, dass der Roboter das plottet, dass die Leute Zeit haben, im Sofa zu liegen. Ja, ich arbeite gerne, ich habe kein Problem mit dem. Aber die sollen meditieren und überlegen und Filme anschauen. Also nicht TV, nicht Mainstream. Natürlich. Ja, also vielleicht noch schnell Plotter zum Erklären. Ist ein 3D-Drucker in Gross, eigentlich, der dann diese Häuser druckt, sozusagen. Genau. Natürlich gibt es immer noch Manpower-Arbeit, das ist klar, oder man braucht immer noch Manpower. Wir wollen ja auch noch was tun. Also du hast ja deine Leidenschaft und da willst du auch was tun. Wir wollen ja nicht, nur weil die Maschinen die Arbeit übernehmen, dann auch auf dem Sofa enden. Nein, aber sinnvolles tun. Sinnvolles, weil jetzt, genau, was wir machen, ist 90% ist Mist. Ja. Das kann abgeschafft werden. Fertig. Ja. Die sollen dann Sachen machen, wie, auch wenn sie halt Skifahren gehen oder, weißt du, oder tauchen vom Morgen, einfach was ihnen Spaß macht. Aber ja, weil wir sind ja nicht da zum faul rumliegen. Wir müssen ja was machen, wir müssen eine Aufgabe haben, sonst sind wir nicht, sonst... Ja, nicht Mensch. Genau. Der Mensch will vorwärts gehen, will forschen, will weiterkommen, will Neues entdecken und erleben. Also ich könnte das nicht. Ich kann ja von mir sagen, ich arbeite schon länger nicht mehr im System, aber ich habe gerne mal ein, zwei Tage Ruhe, auch mal auf dem Sofa liegen, aber dann muss wieder was gehen. Dann ist man eben im Garten, versorgt sich selbst oder macht sowas, wie wir hier jetzt machen, einfach weil... Man hat ja eine Leidenschaft, man hat Emotionen, du hast es jetzt auch schön gezeigt. Die müssen auch raus und wir wollen weiterkommen. Das wird heute sehr, sehr stark eingebremst durch dieses Hamsterrad, wo die Menschen drin sind. Durch das Finanzsystem natürlich. Ja, muss man natürlich auch wissen, für die vielleicht jetzt mal 0815 blaue Pille-Mensch, der jetzt da zuschaut, 80-90% von dem, was wir erarbeiten, wird uns gestohlen. Ja. Oder? Das muss man natürlich wissen, weil sonst kann man uns nicht verstehen. Sonst hat man das Gefühl, das sind zwei Irrräder, die da ein bisschen rumfantasieren. Also das mit dem Geldsystem, das muss schon klar sein. Und das mit dem Stehlen der unserer Ressourcen, was wir erarbeitet haben. Oder? Aber auch da mit dem Finanzsystem sind ja auch neue... viele, viele neue Möglichkeiten da. Ich hoffe, wir brauchen in kurzer Zeit eigentlich gar nichts mehr von dem, weil genug für alle da ist. Du kannst rausgehen und dir den Apfel nehmen, den du willst, weil es einfach genug hat. Aber für den Übergang, denke ich, sind viele neue auch Systeme unterwegs, nur schnell angeschnitten, geht euch selbst informieren. Kryptowährungen zum Beispiel, was ja wir auch als Thema bei uns haben, können wir jetzt nicht unbedingt noch vertiefen, aber geht da mal im Internet schauen, sind super Informationen vorhanden. Oder auch da, wer Interesse hat, mehr zu wissen, kann sich natürlich auch bei dir melden. Ja, aber eben auch das ist für mich nur ein Übergang. Übergang. Dieses OneCoin zum Beispiel ist nur ein Übergang, bis dann die Ressourcen freigeschaltet werden und das. Ja, auch das bedingungslose Grundeinkommen ist im Prinzip nur ein Übergang. Also, weil irgendwo ist ja das Geld. Ja. Das, was sie uns gestohlen haben, die letzten Jahrhunderte, das ist ja irgendwo. Oder? Ja, wenn wir wissen, dass so viel Geld auf der Welt existiert, natürlich nur fiktiv, Fiat-Geld, Chiralgeld, dass wir 7 Erden als purem Gold kaufen könnten. Und wir, die untere arbeitende Schicht, begnügt sich irgendwie mit wenigen Prozenten von diesem ganzen Haufen und müssen einander noch bestehlen und am Schluss eben auch Kriege führen, um dass wir diese Zinse
bezahlen können. Also da ist wirklich irgendwas läuft da gewaltig falsch, was in unserer Verantwortung liegt, mitarbeiten, auch von dir, für Mensch und Natur, die Zukunft zu verändern. Mhm. Und da freue ich mich auch gewaltig drauf, weil ich sehe ja schon heute, wie wir zusammenarbeiten und viele, viele andere Menschen, dass da wirklich eine gewaltige Änderung auch vor uns steht. Ja, das ist ein unglaubliches Riesenpotenzial, das da brach liegt, oder? Ja. Wenn da nur ein kleiner Teil da draußen checkt, um was es geht, und dann endet Richtung, mhm, eben Richtung Wachstum, Richtung, also das Natürliche, unser Wachstum, unser Wissen, das sind unglaubliche Ressourcen, ja, liegen da brach. Und wenn das, und wenn das dann sogar exponentiell explodieren würde, boah, ja, dann haben wir die Erde 2020, das sage ich dir. Ja, ja, lustig, dass du das auch erwähnst. War schon im vorherigen Interview, hatten wir das drin. Also nochmal, lest Neue Erde 2020, Hörbuch auf YouTube, wirklich zu empfehlen, weil das gibt uns so eine Idee, wie es schon in ein paar Jahren aussehen könnte. Da kommt ja auch dann das Thema zum Beispiel der Uhrzeitcode, ist vielleicht auch noch was wir schnell noch ansprechen können, wo fähig ist, wirklich die Natur innerhalb von relativ kurzer Zeit heilen zu können. Ja. Ja, die Gen, genau. Die Gencodes wieder zurück. Vielleicht jetzt noch da, um das Herdhaus abzuschließen, das, mhm, geht auch so in das Ähnliche rein. Eben plotten der Reusen mit Roboter, stahlbetonloses Bauen. Also ich möchte nicht einen faradayischen Käfig, der mich von den kosmischen Strahlungen abhält. Nachwachsende Rohstoffe, und zwar Miscanthus sinensis, der Chinaschilf, ist ein wunderbares Produkt. Ich mache jetzt nur, gehe nur schnell durch, oder? Mhm. Wenig bis kein Kiesverbrauch, damit die Ressourcen nicht verschwendet werden. Ein Bezug der Radiästhesie. Das wird heute auch viel zu wenig berücksichtigt, die ganzen Erdverwerfungen, mhm, Wasserarten und. Holzloses, baubiologisch korrektes Bauen habe ich schon angeschnitten. Baubiologisch korrekt heißt natürlich auch nichts, das ausgast und. Hypokaustenheizsystem, es gibt ganz verrückte Heizsysteme, wie man die Mauern trocken halten kann mit wenig Energie und doch eine Heizung hat, sehr günstig. Permakultur, die Häuser können dann auch bepflanzt werden. Hm. Ja, das geht alles in die neue Erde rein. Pflanzenkläranlage, ich will nicht, dass extern irgendjemand meine Sachen reinigt, sondern das will ich selber machen. Neue Wohnkultur, Autarkie, das ist wirklich eine ganz neue Geschichte. Und vielleicht finden wir dann auch Sponsoren oder vielleicht mit einem Growfunding-Projekt, die uns da helfen, dass wir da die ersten Projekte realisieren können. Wir sind jetzt dran mit dem Ueli Freudiger, er ist ein Pionier auf dem Miscanthus. Gebiet, so ein kleines, so einen kleinen Raum zu bauen und den dann zu belasten mit x Tonnen, damit die Statiker auch sehen, okay, das kann gehen, wir werden dann eine Wand auch umfallen lassen, eine fertige Wand aus diesem Material und eine Betonwand, die würde zerspringen, oder? Ja. Und dieses Material ist so stabil, dann passiert nichts. Also das hält. Dann, das hält, ja, das ist wirklich extrem stabil. Ja, ja. Naja, das ist eine interessante Geschichte, was ich da vorhabe. Sehr schön, ich bin sehr gespannt und spielt alles eben in diese neue Erde rein, wo in dem Buch da beschrieben wird. Er hat ja gesagt, er ist in eine Stadt gefahren und hat gar nicht gemerkt, dass er in eine Stadt ist. Ja, ja. Da habe ich meine Häuser gesehen. Ja, 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 so ähnlich wird das sein. Ich habe auch schon Bilder in diese Richtung gesehen. Es gibt ja auch Verwirklichungen schon von Menschen, die sich diese Hobbithäuser, sage ich jetzt mal, auch gebaut habe. Und das ist so wunderschön, wenn man das sieht, wie das sich in die Natur einfügt. Oder da kommt mir auch ein anderes Stichwort noch, diese Garbage, also Müllhäuser eigentlich, Garbage Homes. Ganz interessant, auch eben auch autark, sich selbst reinigen, selber Strom produzieren,
alles in einem Haus. Wir können das schon heute verwirklichen, nur wird es eben verwehrt. Es muss ja Geld verdient werden von den Lobbys, sei das Energie sicher ein ganz großes Thema, was aber auch in Zukunft mittels Cache oder Testatica, die Tesla-Motoren und so weiter gibt es. Die da schon laufen überall und. Also das ist ja verrückt im Prinzip. Wir haben schon längst freie Energie, aber alles. Wir dürfen es nicht brauchen, weil die Lobby alles. Ja. Verhindert, und zwar wörtlich. Aber es wird gebraucht, oder? Wenn wir da auf andere Technologien, Harp und, was sie uns alles zumuten, oder auch die ganzen Handys, das ganze digitale System, da denke ich schon, dass da schon relativ viel neue Technologien, oder neue sind ja nicht mehr so neu, aber Technologien, die uns im täglichen privaten Gebrauch vorenthalten werden, die werden bereits gebraucht. Und eingesetzt, nur leider nicht aufbauend, sondern gegen uns. Und das möchten wir sicher in Zukunft anders machen, aufbauend für Mensch, Natur, Umwelt arbeiten. Und da bist du ein großer Pionier und kann von vorhin den Dank und die Wertschätzung natürlich nur zurückgeben. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und es ist immer schön, wenn wir was zusammen machen können. Jetzt zum Abschluss möchte ich dir eigentlich auch noch einen Platz geben, wo du noch, was brennt dir noch auf der Seele, was haben wir noch nicht gesagt von den ganzen Projekten, die du laufen hast, alles können wir nicht einpacken, aber was brennt dir noch so auf der Seele? Naja, alle die jetzt da das Gefühl haben oder schon lange das Gefühl hatten, sie seien fehl am Platz auf dieser Kugel, weil sie anders sind als die anderen, dass sie sich melden bei uns, dass sie sich anschließen, uns anschließen. Wenn einer so einen Motor im Keller hat, soll sich keine Angst haben mehr, er kann sich melden. Wir werden das alles sauber durchziehen. Einfach machen das, was unser Lebensplan uns vorgibt. Ja. Nicht ablenken lassen mit dieser Materie, sondern einfach machen. Ja. Und auch Mut haben halt. Ja. Ja, der Mut ist ja heute auch nicht mehr so, wenn ich denke, noch vor Jahren, wo wir begonnen haben, wie wir da angegriffen wurden, von überall als Spinner und Verschwörungstheoretiker. Und was hat die Welt nicht gesehen? Und heute ist ja wirklich schon eine schöne Zeit. Also wenn wir rausgehen, die Menschen sind offen, sie hören zu oder hören hin. Also man kann wirklich nur dieses Wort rausschreien. Fangt an zu handeln, geht aus der Angst, sucht euch selber, geht in die Mitte und beginnt die Zukunft selbst zu gestalten, weil die Vergangenheit gestaltet haben, werden uns keine gute Zukunft gestalten. Das ist definitiv. Definitiv. Also ja. Wir haben die Wahl. Genau. Ja, in diesem Sinne, denke ich, haben wir das meiste gesagt und möchte mich herzlich bedanken für das Interesse. Natürlich herzlich bedanken bei André Dürig, dass er heute bei uns war. War ein schönes Gespräch und ich denke, wir werden da noch, wenn die verschiedenen Werte und Weiterentwicklungen seiner Technologien da sind, eine weitere Sendung machen und freue mich auf eine nächste Sendung bei Sinne 2012 TV. Ich grüße euch. Bis bald, auf Wiedersehen, danke.